Großaufmarsch vor dem Stadion St. Jakob. Während drinnen die Mannschaft des FCB gegen Luzern aufspielt, treffen sich draußen mehrere tausend Fans zur bewilligten Demonstration. Aus Solidarität mit ihrem Verein. Ja, und wir wollen, dass der Verein in Basel bleibt und jetzt nicht irgendwo anders hin geht. Wegen Corona kann man ja nicht an die Match gehen, dann gehen wir jetzt halt auf so ein Stadion. Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen, dass es einfach mit dem Verein in den letzten 3,5 Jahren einfach bergab geht. Sportlich und auch die Form, wie der Verein kommuniziert, das passt uns nicht. Und da wollen wir mit den Abstandsregeln, die wir einhalten, einfach ein Zeichen setzen von der breiten Fanbasis. Die Fans sind beunruhigt. Ihr heißgeliebter FC Basel steckt aus ihrer Sicht in einer Krise. Seit Monaten Negativpresse. Zwischen der Fanbasis und der Clubleitung herrscht Misstrauen. Im Zentrum der Kritik Clubbesitzer Bernhard Burgener. Seit dieser vor 3,5 Jahren den FC Basel übernommen hat, geht es sportlich bergab. 2017 der letzte Meistertitel für das lange vom Erfolg verwöhnte Basel. Die Fans aber fordern, Burgener muss weg. Ihre Sorge, beim FCB sollen ausländische Investoren einsteigen und das Ruder übernehmen. Gerüchte, die der Club bislang weder bestätigt noch dementiert hat. Der Druck auf Burgener steigt. Also, muss ich jetzt auch sagen, kann ich sagen, was soll ich, das ist unangenehm. Aber auf der anderen Seite, Entschuldigung, ein Rücktritt fordern ist ein gut und recht. Ich besitze auch den Club. Ich habe dort investiert, ich habe dort eine Verantwortung. Der heutige Abend zeigt, die Fans bleiben skeptisch. Das Signal gegenüber Burgener eindeutig, meint SRF-Korrespondent Tobias Bossart. Es ist eine unglaubliche Machtdemonstration der FCB-Fans und zeigt einmal mehr, wie stark die Stadt mit ihrem Fußballclub verbunden ist. Die Fans wollen nicht, dass der Club in ausländische Hände kommt und vor allem sehen sie keine...